Eine Gesamtstrategie für den Corona-Winter ist das gewiss noch nicht. Aber immerhin ein Teilschritt mit der Anlaufstelle Apotheke. Dort werden Sie hier ab heute kostenlos verteilt. Und zwar an über 60-Jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen. 3 Stück der FFP2-Masken bekommt jeder von Ihnen im ersten Durchlauf. 12 weitere soll es für Sie dann im Januar geben. Doch nicht nur hinsichtlich Masken wird nachjustiert, auch in puncto Stäbchen rein. Stichwort Schnelltest. Seit 14 Tagen werden die Bewohner hier im Altenheim Heiliggeiststiftung in Dülmen bei Münster einmal die Woche getestet. Mehr ist nicht drin. Und doch sollen auf Geheiß der Regierung jetzt auch Mitarbeiter und Besucher regelmäßig dran sein. Doch das ist offenbar nur schwer zu schaffen. Die Verfügungen gehen oftmals am wahren Leben vorbei. Also es ist teilweise nicht leistbar, was gefordert wird. Dass man da auch berücksichtigt, wo bekommt man das Personal her, wenn man diese Tests machen muss. Vorreiter bei der Teststrategie unter anderem Tübingen. Bereits Anfang September wurden hier Corona-Tests für das Personal in Alten- und Pflegeheimen eingeführt. Das ist der Schlüssel zu dem, was wir in Tübingen lange Zeit sichern konnten, dass bei Infektionen des Personals die Ausbrüche nicht bei den Bewohnern zu verzeichnen waren, dass wir da eine effektive Barriere eingezogen haben. Leider gibt es jetzt auch die ersten Fälle bei uns. Aber das ändert nichts daran, dass dieses Prinzip meiner Meinung nach sinnvoll ist. Sinnvoll, ja, aber doch nur ein Baustein im Kampf gegen das Coronavirus. Die FDP fordert eine Langzeitstrategie. Wir müssen jetzt die Zeit bis zum 10. Januar nutzen, um eine Perspektive für danach zu erarbeiten. Das bleibt die Regierung vollkommen schuldig. Eine Perspektive bieten auf die mehr als schwierige Frage. Wie geht es weiter, ohne Deutschland komplett lahmzulegen und trotzdem vor allem die Schwächsten der Gesellschaft zu schützen?